Also grünes Licht für 93 Fahrerpaare auf den insgesamt 750 Kilometern nordöstlich von Berlin zwischen Eberswalde, Angermünde und Oderberg, wo 30 Umweltschützer auf die Ökologieprobleme aufmerksam machten. Von ursprünglich 27 vorgesehenen Sprints auf abgesperrten Strecken wurden 21 am Ende tatsächlich gefahren. Auf diesen 160 Sprintkilometern sollte die Entscheidung fallen. 75 Rallye-Teams aus der DDR bewarben sich um vordere Plätze, 18 aus der Bundesrepublik. Die Rundstrecke in Berlin-Marzahn, Hennigestraße, erster Prüfstein. Circa 20.000 Zuschauer säumten den 1,5 Kilometer langen Kurs. 10-mal war dieser zu absolvieren. Nicht nur Positionskämpfe, Zeitschinden war gefragt. Start Nummer 1, erster Sieganwärter, die Eisenacher Eberhard Uth und Volker Hofsommer. Die beiden mit ihrem Opel Kadett GSI, knapp eine Tonne schwer, 185 PS unter der Haube. Natürlich waren die PS-übermächtigen BRD-Boliden im Vorteil. Aber wie zum Beispiel der Zwickauer Heinz Galle mit seinem verbesserten Trabi auftrete, nötigte auch der Konkurrenz Respekt ab. Galle Meinig wurden übrigens in der Gesamtwertung respektable 17. Aber zurück zu den Favoriten. Die Eisenacher Uth Hofsommer. Mit Opel Manta, Gerd Gleich und Siegbert Schneider aus Winneden. Aus West-Berlin zu Gast Thomas Leonhardt mit Co-Pilot Norbert Tamm auf einem Mercedes 190. Das Damendoppel aus Bayern, Isolde Holderried und Dagmar Lohmann, Opel Corsa. Und die Vorjahressieger Hans-Peter Mehlich und Volker Xylander vom gastgebenden MC Post. Servicepunkt sagen die einen, Straßenschmiede die anderen. Reifenwechsel bei den meisten. Schotter, Asphalt, Sandwege. Auch eine Schönwetterfahrt will erst gemeistert sein. Zwölf von 21 Sprints gewann Eberhard Uth, der Wartburgstädter, der schnellste Fleischermeister des Landes, erster in der Gesamtwertung. Mit knapp 2 Minuten Rückstand Rang 2 gleich Schneider Opel Manta. Vom Glück verlassen und das 10 Kilometer vor dem Ziel mit einem Achsenbruch, die Münchner Karl Schieritz und Karl Pilst mit einem Serien-Mercedes 190e. Mehlich Xylander, die 89er Sieger, diesmal Fünfte. Die Rallye-Karawane zieht weiter. Für so manches Kleinod wie dem Kloster Korin hat sie kaum einen Blick übrig. 1991 ist zumindest avisiert, die Pneumant-Rallye eventuell als Europameisterschaftslauf, ist das eine frohe Kunde? Frohe Kunde ist es auf jeden Fall. Das wird erstmal die diesjährige Veranstaltung zeigen, ob es klappen wird. Und dann hoffe ich, dass sich unsere Staatsgewalten nach der Wahl am 6. Mai soweit stabilisieren werden, dass wir auch wieder in dieser Richtung mit richtig konkreten Verhandlungen herangehen können. Die 30. Pneumant ließ dafür hoffen, auf, dass die Zeit den Veranstalter nicht überholt.